Nein, wir haben gesagt, wir machen einen Weihnachtsfilm, ein Weihnachtsvideo. Welcome back to the JKS TV Channel. Du hast letztes Mal ein knalligeren Pulli angehabt. Ja, es haben halt nicht alle so schöne blümelte Hemper wie du hast. Dankeschön. Bitte, ist gern geschehen. Aber es tut mir leid, ich habe dich das letzte Mal unterbrochen. Du hast ja irgendetwas wegen der HoloLens erzählen. Genau. Um was ist da gegangen? Es ist darum gegangen, dass ich von unseren rund um 20 Experiences, die wir gemacht haben, mit der PTC-Software im Augmented Reality-Bereich, wollte mir darüber erzählen. Und zwar ist die Idee dahinter, dass man einen digitalen Zwilling in den Raum stellen kann. Man kann den grösser machen, kleiner machen, im Raum herumtrüllen. Man kann ihn verschieben. Und es geht einfach darum, um das Gespür zu bekommen, wie sieht das Ganze aus. Man kann hier auch eine Durchsichtigkeit animieren, dass ich sehe, was sich für Teile dahinter verstecken. In dem Fall sehen wir Pins oder hier sogar auf die Explosionsdarstellung, was für Teile das komplett verbaut werden. Wir können sogar schon so weit gehen heute, dass wir die einzelnen Teile können anklicken hier innen, das auf eine Bestellliste tun können und das automatisch so nachher ein Rapport generiert wird, als Beispiel. Loro, und wie gehen wir jetzt weiter? Wir werden mit Vollgas weitergehen und im April machen wir einen Workshop zu den HoloLens. Das Thema dort wird sein, wie kommen die CAD-Daten bis auf die HoloLens, damit ihr und sie das so anschauen können. Und das ist kein Scherz, dass wir das im April machen? Das ist kein April-Scherz, genau. Letztes Mal haben wir noch einen vergessen, der Hero 21. Wie steht es um den? Es steht um den sehr gut. Und nicht vergessen gegangen ist er im Universitätsspital Zürich. Dort desinfizierte Patientenzimmer seit 4 Monaten oder mehr als 4 Monaten, um Patientensicherheit anzuheben. Das hat dann zu dieser Medienmitteilung Ende letztes Jahr geführt, die in der ganzen Schweizer Presselandschaft sehr gut aufgenommen worden ist. Auch nächste Woche wird wieder ein Bericht erscheinen in einer Schweizer Tageszeitung über den Hero 21. Und was uns sehr erfreut, sind auch die zukünftigen Projekte, die in der Pipeline stehen und auch, dass der Hero 21 jetzt bereits in Auslieferung oder die weiteren Hero 21 sich bei uns in Auslieferung befindet. Das ist sehr beeindruckend. Mehr Informationen finden Sie auf hero21.ch. Genau. Und wir haben jetzt ja 2 Kollegen von Wetzikon, von der JKS Production, nicht da. Wie geht es auch denen? Der JKS Production geht es gut, ist soweit ausgelastet. Wir bauen den Maschinenpark aus, damit wir für das 2022 auch wirklich ready sind und Vollgas gehen können. Wie sieht es bei euch im Engineering aus? Auch im Engineering geben wir Vollgas. Es ist vor allem in der zweiten Jahreshälfte, hat unser Team wieder wachsen. Wir haben zusätzliche Projekte und Kunden gewonnen. Und ganz spannend momentan haben wir eine Schweißrobotikanlage mit 4 Schweißrobotern, die in der Montage ist und mit Jahr ausgeliefert wird. Zusätzlich haben wir eine Delta-Robotikanlage gemacht. Es sind auch Projekte mit mobiler Robotik unterwegs und in der Pipeline. Und wir sind sehr gespannt auf das Jahr und sind sehr zuversichtlich, dass sich das spannend entwickelt. Darum suchen wir auch zusätzlich noch Leute, und zwar im AR-IoT-Bereich und auch in der Automationstechnik, und sind so unser Team massiv am Ausbauen. Eine Frage habe ich noch, die Autos sind ja jetzt die ganze Zeit schon da. Das sind ja auch Autos, die Vollgas geben. Was haben die in sich? Das ist ja so. Alle Kunden und Partner, die bei uns vor Ort schon waren, die werden die Autos gesehen haben. Die brauchen wir zum Testzweck für Augmented Reality. Wir machen hier ein sogenanntes Model Targeting. Wir können Umriss erkennen, wir können so Farben anbringen, Logos anbringen, und darum haben wir die hier. Das bedeutet, wir geben Vollgas. Der Manu hinter der Kamera gibt Vollgas. Unsere Kunden geben Vollgas. Und die ganze JKS gibt Vollgas. Und somit wünschen wir allen ein Vollgas 2022. Hoppa, da rechts, 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 da rech